Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Künstlerin. Ja, mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele mit den Perks Ruin, Fluch Spielzeug, Geiselhaken Schmerz, Echo und Fluch Pentimento. Hab außerdem zwei Addons dabei. Einmal ein Addon, das einfach den Effekt hat, dass wenn ich eine Krähe losschieße, dann kann ich eine halbe Sekunde schneller dann wieder eine Krähe losschießen. Also dass die Abkühlzeit dann ein bisschen reduziert ist. Und außerdem noch ein zweites Addon, was den Effekt hat, dass wenn die Überlebende so einen Schwarm haben, dann sehe ich den Schwarm sozusagen für eine halbe Sekunde länger. Habe ich dich? Oh, das ist eine andere. Okay. Verdammt. Na gut, aber immerhin habe ich dafür gesorgt, dass ich jetzt so den Schlag drauf bekomme. Okay. Ah, gut gemacht. Ich wollte schlagen. Na gut, ich muss hier kaputt machen. Michaela war zumindest vorhin an meinem Totem dran. Ich weiß halt nicht, wie sicher das jetzt noch ist. Wo habe ich niemanden erwischt? Wo, ich brauche jetzt langsam den Haken, um Spielzeug zum Laufen zu bekommen. Claudette ist auch schon wieder geheilt. Das ging auch alles sehr schnell. Habe ich dich? Ersten Gen haben sie geschafft. Okay. Gut, dich hänge ich jetzt auf. Oh, kein Geiselhaken in der Nähe. Sie haben das erste Totem zerstört. Und zwar mein Ruin. Zack. Sie bekommt jetzt ein Spielzeug-Totem. Dort unten das. Und ich gehe jetzt vielleicht... Ja, ich gehe jetzt hier hin und aktiviere das Totem wieder. Damit haben die Überlebenden direkt wieder irgendwie was zu tun, sage ich mal. So, dort hinten habe ich jemanden erwischt. Ach, schade. Ach, dort geht's hoch, okay. Dann ist ja klar, wo sie lang gehen. Claudette, okay. Die Sache ist, ich müsste halt nach Möglichkeit mir jetzt Claudette holen. Richtig. Einfach weil Claudette das Totem zerstört hat und daher genau weiß, wo es steht. Andererseits Michaela weiß es vielleicht auch. Oh, schade, den Schlag wollte ich. Zack, zack. Eieiei. Nächster Gen durch. Die haben sich da jetzt durch 30% langsamere Generatorenzeit durch Pentimento gekämpft. Einmal. Zweimal. Perfekt. Die haben hier schön für sie geblockt, dass sie das Totem vielleicht segnen oder zerstören kann. Und dadurch, ja, konnte ich sie halt erwischen. Ne? Die Hintenseite also, gut zu wissen. Nicht mehr. Schon gerettet. Okay. Boah, einmal. Die Sache ist, sie kommen halt hier nicht wirklich raus. Aber ich lasse jetzt mal, ich versuche jetzt mal nicht noch die Michaela zu holen. Schade. Okay. Bei so ein kleiner Vogel. Okay, damit habe ich Michaela zumindest beim Segnen vielleicht kurz genervt. Habe ich dich, Fang? Die Michaela hat das Totem nicht zerstört, sondern ist wahrscheinlich erstmal ihre Vögel losgeworden. Hat also dort auch wieder Zeit verbraucht. Weil die Sache ist, wenn Michaela das Totem dort unten halt segnet, dann ist es halt nicht zerstört. Das zum einen, okay. Ah ja. Ich glaube, hinter mir war Claudette, die sind die Vögel reingelaufen. Super, Claudette tankt für Michaela. Okay.
Okay, das Schöne ist halt, mir ist halt egal, ob... Ah ja, gut gemacht. Michaela hatte das Totem dort unten immer noch nicht zerstört. Warte, nehmen Claudette, ja. Jetzt hab ich dich. Wo ist das Michaela-Totem dort? Niemand da, okay. Das Gute ist halt, solange das Michaela-Totem steht, hört Michaela halt keinen Herzschlag mehr. Ich glaube, das war Fangs Totem. Super. Zack. Der Dead Tank hat jetzt auch einen Spezialtotem für sich. Hallo David. Okay, es läuft gerade ganz gut. Ich versuche mal hier so den Schlag zu bekommen. Nein. Okay, die zerstören ihre Totems. Das Gute ist halt, dadurch, dass sie ihre Totems zerstören, da kann ich dann schön wieder Pentimento-Totems erschaffen. Oh, Michaela! Hab ich dich zumindest einmal? So. Schade. Ein Vogel, zweiter, dritter. Tot. Die konnte ja nichts mehr machen. Sie war tot. Schon sehr gemein. Das Schöne ist halt, die haben jetzt auch sehr viele... Okay, ich hänge sie direkt an den Geißelhaken. So, und zack, die haben jetzt halt auch schon schön viele Totems, sag ich mal, erschaffen. Ganz hinten ist wieder David. Heißt, wenn ich Lust hätte, könnte ich halt direkt damit vielleicht das Totem noch segnen. Für die langsamere Heileffizienz. So, hallo David. Das geht! Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe ihn mit einer Krähe getroffen, dann habe ich hier noch eine gesetzt und ihn dann sozusagen im Fallen erwischt. Okay. Ich wusste nicht, ob ich das Timing schaffe, aber das ist ja wunderbar, dass das so geklappt hat. Hallo David. Okay. Gut. Einmal. Na. Nee, okay. So, damit hängt auch David. Wunderbar, der Gen dort oben geht auch wieder zurück. Wir haben Fang hier weggejagt. So, hier trete ich kurz gegen. Ich meine, dafür, dass ich die Künstlerin jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe, läuft es ja gerade eigentlich ganz gut. So. Harte nehmen, schön gezündet. David hat jetzt auch Krähen. So, Fang. Schade. Aber damit habe ich mir immerhin dafür gesorgt, dass sie... Hab ich dich? Dass sie keine... damit habe ich wenigstens dafür gesorgt, dass sie aufhört, die Krähen loszuwerden. Das trifft zum Glück nicht. Ja. Hab ich dich? Nicht? Du hast gerade im Leben gezündet, okay. Sehr schön. Okay, was haben sie zerstört? Ach, sie haben... Haben sie jetzt... 1, 2... Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, haben sie jetzt alle Spielzeug... Ja, sie haben alle Spielzeug-Totems zerstört. Was? Hat es nicht getroffen? Okay. Einmal. Fang lässt sich sterben, schade. David? Hä? Was machen die hier? Hab ich dich? Keine Ahnung, was jetzt mit den Überlebenden los war. Dass der David in mich reingerannt ist, die Fang sich hat sterben lassen. Aber gut, ne? Die Pentimento-Totems haben es dem bestimmt schön langsam gemacht. Und ihr seht, ne? Ich habe hier zwar 2 Gens verloren, aber dann ging halt gar nichts mehr, ne? Sehr, sehr gut.
Jetzt muss ich nur noch David finden, der in mich reingerannt ist. Ich glaube, das war hier irgendwo, ne? Zack, zack. David, hallo. Okay, und hier an den Haken, dann beenden wir es. Vielleicht hatte David noch einen Entscheidungsschlag und dachte sich, den holt er jetzt raus, aber keine Ahnung. Ich glaube, David war auch so der Einzige, der keinen Herzschlag gehört hat. Ich glaube, von ihm noch ein Spielzeugtotem stand. Aber wir haben noch dort oben eins und ich glaube, das dort oder irgendein anderes, was hier halt leuchtet, ist das Spielzeugtotem von David. Sehr gut. Vor allem auch gut, dass wir die Michaela da das eine Mal abgehalten haben, das Totem zu segnen oder zu zerstören. Dadurch habe ich dann direkt die zweite Hakenphase auf sie bekommen. Und ja, das war eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen Wendepunkt, aber es war schon sehr, sehr gut, die Situation dort. Good Game, Überlebender. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!